Also machen auch wir uns auf den Weg in das benachbarte Städtchen. Meisenheim, fast 3000 Einwohner. Der erste Meisenheimer, den wir ansprechen, lotst uns direkt in seine Werkstatt. Guten Tag. Guten Morgen. Hallo. Stefan und Melanie Geib arbeiten als Goldschmiede. Die Werkstatt haben sie vor 10 Jahren übernommen von Melanies Eltern. Mittlerweile betreiben sie sie in dritter Generation. Melanies Großvater war ursprünglich Sattler. Das Ehepaar Geib hat zwar das Handwerk gewechselt, sonst hat sich hier aber nicht viel verändert. Auch der Boden ist noch original und alt. Wenn Sie mal zum Beispiel gucken, die härteren Astlöcher, die sind noch da. Und ansonsten ist das Holz schon richtig runtergelaufen. Das sieht man überall, dass die Leute, die sind halt hier drüber gelaufen. Hier ist seit 1900 eine Sattlerei drin gewesen. Wie ist es für Sie so, in diesen alten Räumlichkeiten zu arbeiten, wenn Sie wissen, Generationen vor Ihnen waren auch schon hier, saßen hier, haben hier gearbeitet? Ja, das ist einfach toll, ja, dass es irgendwie weitergeht. Das ist ja ein tolles Gefühl, auf jeden Fall. Ja. Denken Sie da jeden Tag dran, wenn Sie hier reinkommen, oder? Nee, am Anfang war das sehr präsent, ja. Als auch noch der Geruch von dem Leder vom Opa hier drin war. Da war das noch so, wow. Der Geist ist da. Ich glaube, dass der Opa noch präsent ist, weil manchmal verschwinden hier auf unerklärliche Art und Weise verschwinden kleine Dinge, die man dann lange wieder suchen muss. Und da hat der Opa einen Verdacht, dass der hier alles noch rumgeistert. Er hat noch mitbekommen, dass es weitergeführt wird als Familienbetrieb. Das hat ihn gefreut. Aber das Ergebnis dann hat er leider nicht mehr gesehen, weil dann ist er irgendwann die Treppe runter gesegelt und dann war er ein bisschen verwirrt. Aber nur noch ganz kurz, dann ist er leider verstorben. War ein klasse Kerl. Die Werkstatt, eine kleine Reise in die Vergangenheit. Die beiden Goldschmiede aber leben ganz in der Gegenwart und sind stolz auf das Geschäft, das sie sich aufgebaut haben. Sicherlich, wir werden hier nie reich werden. Wir werden keinen Porsche fahren und wir werden kein Haus auf Ibiza uns leisten können. Und das will aber auch keiner. Das brauchen wir nicht. Wir sind hier bodenständig, wir gehören daher. Und insofern gehört die Werkstatt einfach auch dazu. Und das ist so ein bisschen Lokalkolorit natürlich oder Lokalpatriotismus gehört auch ein bisschen mit dazu. Aber es ist einfach hier der richtige Platz. Und dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen.